Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute zusammen ein wenig das Pre-Event anschauen. Hier wollen wir im Speziellen uns auf die Collectibles konzentrieren, beziehungsweise so ein bisschen, wie wir am besten unsere Twinks gehen können. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Wie kommt ihr hier hin, wo ich bin, im Agentumsturnier? Da müssen wir erstmal ein paar Quests machen, bevor wir hier unsere Daily Hubs freischalten. Ihr startet in Orgrimmar oder in Stormwind, macht da ein paar Quests. Übrigens, die Startquest ploppt auf, wenn ihr euch einloggt. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, müsst dann bei der Allianz ein bisschen rumflattern über Elvin, Redwitch, Duskward, ein, zwei Quests machen. Und wenn ihr dann in SW wieder zurück seid oder bei der Horde dann in Orgrimmar, bekommt ihr zwei Quests. Eine Quest schickt euch zum Agentumsturnierplatz, dort wo ich mich befinde. Und die andere Quest, die schickt euch hier in die östlichen Pestländer und zwar hier nach oben. Und da müsst ihr Nautanos umhauen. Gibt es auch ein nettes Cinematic, wenn ihr ihn tötet und ihr kriegt zu 100% ein Item, denn nicht nur Thanos droppt den Loot, nur Thanos ist hier nämlich dann ein World Boss, sondern ihr habt hier eine World Quest, die ihr freischaltet, wenn ihr auch die Quest bekommt, ihn zu töten. Und hier ist es so, dass ihr ja, ein Item bekommt, das das Transmog-Aussehen hat von der Warfront. Und das Item-Level ist 100. 15 und ihr bekommt da anscheinend immer eine Waffe. Die World Quest sagt zwar, ihr kriegt eine von diesen Warfront-Belohnungen. Ich habe das jetzt, glaube ich, mit 10, 15 Chars gemacht und ich habe immer nur eine Waffe gekriegt. Was aber ganz nett ist für den einen oder anderen Twink, 115, um sich Blissel das vor Augen zu halten, ist tatsächlich HC Nyalotcha Loot und dafür eine Waffe zu kriegen, ist, denke ich mal, nicht allzu schlecht. Das könnt ihr dann wieder in SW abgeben oder in Orgrimmar die Quest und bei dieser Quest bekommt ihr dann bestimmte Abzeichen und die werden später noch interessant und zwar hier Agentum Belobigung und die braucht man nämlich für alle möglichen Gear-Items. Die zweite Quest schickt euch dann hier zum Agentumsturnierplatz und hier bekommt ihr dann einige Quests bzw. einige Dailies. Die werden wir uns jetzt nicht im Speziellen angucken, ist ziemlich basic stuff. Und jeden Tag, wenn ihr dann hierher geht, könnt ihr zwei bzw. drei Dailies Sins absolvieren. Und über diese Dailies bekommt ihr dann auch wieder diese Agentumsbelohnungen. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir über die Agentumsbelohnungen bekommen können. Und zwar gibt es hier einen Händler und der verkauft uns verschiedene Items. Und zwar haben wir einige Rüstungs-Items, wir haben Handgelenke, wir haben einen Gürtel, wir haben Beine, wir haben Hände, Brust haben wir, einen Umhang, Schuhe, Kopf und Schultern. Die sind alle 100er Item-Level. Man muss dazu sagen, hier die Azerit-Slots sind keine Azerit-Teile. Also ihr habt hier keinen Azerit-Bonus. Wahrscheinlich sind sie eher schlechter als vom gleichwertigen Item-Level die Items. Aber zumindest für einen Twink kann man die schnell holen. Man bekommt, wenn man die Questreihe durchspielt, am ersten Tag fast 30 Abzeichen zusammen. Wenn man dann noch ein bisschen Rares killt, da werden wir uns gleich in Hard nochmal ein bisschen drum kümmern, kann man auch weitaus mehr bekommen. 15 braucht ihr, um ein Item zu kaufen. Ich habe mit den meisten Twinks die Questreihe durchgespielt, habe am Ende dann zwei Items kaufen können und bei den Rares kriegt man dann auch noch Items, beziehungsweise wir haben dann verschiedene Möglichkeiten, mehr Tokens zu farmen, unabhängig von Dailies. Wie sieht es aus? Und zwar gibt es hier verschiedene Geißelsteine. Es gibt blaue und grüne Geißelsteine und diese können wir abgeben bei diesem Händler für wiederum Marken. Die Geißelsteine bekommen wir durch alle möglichen Quellen. Unter anderem ist es so, dass wir die Möglichkeit haben, die Geißelsteine von wirklich allen Mobs zu kriegen, die grünen und die blauen droppen relativ selten, aber vor allem von den Rare Mobs, die wir nachher uns auch nochmal angucken werden, droppen die relativ gut. Das Blöde ist, anscheinend muss man jeden Tag die Daily 10 Geißelsteine zu sammeln neu abgeben, die hier 5 Abzeichen bringt und dann ist man erst in der Lage, die Geißelsteine hier abzugeben. 25 blaue gibt es 3 Abzeichen und dann gibt es nochmal hier für 25 Grüne gibt es ein Abzeichen. Die Grünen zu farmen kann man machen. Meiner Meinung nach lohnt sich das halt null. Am Tag kann man über Dailies im Moment 11 Marken farmen und so viele Geißelsteine abgeben, wie man möchte. Also wenn ihr Hardcore farmen wollt, ihr könnt auch irgendwelche kleinen Mobs umhauen und dementsprechend da die Geißelsteine farmen. So viel zu dem Zeug. Insgesamt gibt es hier, wenn ihr jetzt nicht das wegen dem Gear holen wollt, sondern wegen dem Transmog, einige Items. Und zwar für jede Rüstungsklasse, nicht für jede Klasse, sondern für jede Rüstungsklasse gibt es einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Neun Items übrigens, der Umhang ist auch bei jeder Rüstungsklasse extra, ne? Also ihr müsst euch die Umhänge auch jedes Mal extra kaufen. Zusätzlich haben wir dann noch ein Pet, den kleinen Spuk hier. Und dann haben wir ein eigentlich Toy, wo man verseuchte Gebiete mit läutern kann, was man alle 30 Minuten einsetzen kann. Ist aber jetzt irgendwie doch kein Toy geworden, keine Ahnung. Also einfach so ein Gimmick-Item. Ich würde euch empfehlen, das zu kaufen, auf die Bank zu legen. Vielleicht entscheidet sich Blizzard doch noch das Ganze hier zum Toy zu machen. Einige dieses Set sieht übrigens fast genauso aus wie das Warfront-Set, bloß ein bisschen von der Farbgestaltung unterschiedlich. So, jetzt würde ich sagen, kommen wir dann noch auf die Rares zu sprechen. Und zwar gibt es verschiedene Rare-Mobs, die wir hier töten können. Die Rare-Mobs sind insgesamt 20 an der Zahl. Und ich werde euch jetzt verschiedene Add-ons zeigen, beziehungsweise auch eine Seite, wo ihr ja, die Rares ein bisschen leichter tracken könnt. Denn die Rares sind ein bisschen tricky. Diese Rares sind nicht nach 5 Minuten wieder da oder irgendwas, sondern es spawnt immer nur ein Rare alle 20 Minuten. Heißt, bei 20 Rares sind es fast 7 Stunden, bis die Rares einmal durchrotiert haben. Und was bringen es uns diese Rares? Ich habe vorhin schon erwähnt, die blauen Geißelsteine kriegen wir. Immer so 30 bis 40 Geißelsteine habe ich jetzt gesehen. Heißt, man haut einen um und kann auf jeden Fall schon mal 25 abgeben. Wenn man zwei umhaut, wenn man Glück hat, kann man, ja, kann man 50 abgeben oder vielleicht hat man auch Glück und hat dann 75 zusammen und kriegt dann gleich 6 bis 9 Marken. Also man kriegt relativ schnell diese Marken zusammen. Ich würde euch nicht empfehlen, mit den ganzen Twinks, wenn ihr eh das Gear von den Rares farmt, ewig auf die Dailies zu machen. Das braucht ihr eigentlich nicht. Ihr bekommt eigentlich über die Geißelsteine sowieso im Endeffekt die Marken zusammen, meiner Meinung nach. Muss man vielleicht ein bisschen länger warten, aber ja. Heißt, wie läuft das Ganze jetzt? Es spawnt ein Rare-Mob, zum Beispiel hier der Rare-Mob Professor Seuchenmord spawnt. Den killt man und genau nach 20 Minuten spawnt der nächste. Man weiß auch, welcher der nächste ist und Blizzard hat sogar eine Mechanik eingebaut, dass man, ja, jetzt klicken wir das mal weg, dass man sehen kann, wann quasi, also Blizzard hat eine Mechanik eingebaut, dass man weiß, okay, wo spawnt welcher Rare-Mob nacheinander und wenn sie spawnen, kann man sie für 2-3 Minuten nicht angreifen, sondern man kann erstmal hinfliegen und dementsprechend dann den Rare umklopfen. Ich habe jetzt hier verschiedene Addons, die das anzeigen und zwar, wir haben zum Beispiel, ah, schau mal, da spawnt gerade eine, ihr seht auf der Map, sehen wir jetzt, wo der NPC ist, hier unten ist er, dann wird im quasi Channel vom Gebiet einmal eine Nachricht gepostet, wo man auch sieht, wie er heißt und dann hat man auch den Vorteil, wenn man verschiedene Addons hat, dass man sieht, was das für ein Typ ist. Also ihr seht, hier ist gerade der Mob gespawnt, ne? Und dieser ist nicht angreifbar. Man sieht auch die Fähigkeiten, die er hat, was ehrlich gesagt sehr irrelevant ist. Also ihr seht, wie viele Leute hier sind, die werden eigentlich immer instant umgeboxt. Ist es relativ wurscht. Aber wir haben eigentlich genug Zeit reinzufliegen. So, jetzt wollte ich euch ein paar Addons bzw. Seiten zeigen, die euch das vielleicht ein bisschen erleichtern. Erstmal habe ich hier Rare Scanner. Das zeigt mir im ganzen Gebiet, wenn der seinen Spruch macht, der NPC ist da. Ich kann ihn anklicken, kann ihn darüber auch ins Target nehmen. Oft stehen da auch viele Leute rum, ist ganz praktisch. Dann sehe ich, was er droppen kann, was auch praktisch sein kann. Hunderte Item-Level droppen die Mobs übrigens und das ist der Loot, den sie auch in den Dungeons droppen. Das sind alles, wenn dann Dungeon oder Raid-Bosse aus Red of the Lich King. Das Aussehen ist gleich. Wenn ihr jemand seid, der IDs von Transmogs farmt, was ich jetzt auch angefangen habe mit dem Event, dann sind es neue IDs, aber vom Aussehen das gleiche. Also, das ist das erste Addon. Das zweite Addon, was ich euch zeigen möchte, ist hier Tomcat Tours. Und zwar macht es diese komischen Sterne hier. Da seht ihr die Spots, wo die NPCs sind. Beziehungsweise ihr seht auch zum Beispiel hier schon mal ein Item, was ihr hier bekommen könnt. Und ich habe jetzt auch ja, verschiedene Transmog-Addons drauf, die mir zeigen, ob ich das schon collected habe oder ob ich es noch nicht collected habe. Dann switchen wir mal auf den Twink. Da habe ich ein anderes von diesen Items oder von diesen Addons drauf. Und zwar seht ihr, hier habe ich jetzt Totenköpfe anstatt der Sterne. Wobei die Sterne habe ich trotzdem, da habe ich das nicht ausgemacht. Jetzt schauen wir mal, dass wir so drüber fahren können. Das ist nämlich Handy Notes mit den Köpfen. Genau. Und Handy Notes hat den Vorteil, dass es uns auch noch einen Timer anzeigt, wann der nächste Mob am Start ist. So, jetzt müssen wir den Rare kurz antacken, weil ich brauche natürlich auch den Loot. So, jetzt leckt es hier so ein bisschen. Ihr seht, ich versuche draufzuhauen und ja,
Das funktioniert so mehr schlecht als recht. Ups, jetzt habe ich den Ramp-Up verpasst hier. Nicht so wild. Wir haben ja bald wieder eine Chance. Und jetzt ist es so, dass ich würde sagen, etwa so 1 zu 3, 1 zu 5 hat man, dass man eine Chance, ist die Chance, dass man ein Item rausbekommt. Also es ist nicht allzu gering. Am Anfang dachte ich sogar, es ist 100%. Die ersten 5 Ramp-Ups, die ich umgehauen habe, haben mir alle ein Item gebracht. Und seit, ja, seit ein paar habe ich irgendwie gar nichts mehr bekommen. Jetzt schauen wir mal hier rein. Okay, hier gab es nur Geiselsteine. 27 Stück jetzt hier an der Zahl. Also einmal umtauschen können wir jetzt wieder beim NPC und bekommen wieder 3 von den Marken hierdurch. Gut, nochmal hier vielleicht drauf einzugehen. Man sieht hier einen Timer auch, wenn man sich dementsprechend das Handy Notes Add-on holt, und zwar ist das Handy Note Shadowlands. Und ich sehe jetzt zum Beispiel hier, der respawnt in 4 Stunden und 38 Minuten. Und jetzt sehe ich auch, welcher der nächste ist. Der lila Kopf oder der pinke Kopf ist es immer. Hier in 19 Minuten und 24 Minuten spawnt der. Also ich weiß, das ist der nächste und fliegt dahin. Ich habe mit meinem Main das Problem, dass bei mir das Addon rumspackt. Also hier Handy Notes. Dass immer, wenn ich über den Kopf drüber fahre, dass es übelst zum Lecken beginnt. Vielleicht hat das Problem einer von euch auch. Da würde ich euch dann empfehlen, lieber Tomcat Tours zu nehmen. Das leckt bei mir jetzt nicht. Und ich habe da noch eine Seite, die ich euch empfehlen kann. Und zwar haben wir die hier. Die können wir jetzt auch mal refreshen. Die nennt sich The Dark Void GitHub. Ich werde die euch einmal auch verlinken. Und die macht einfach nichts anderes, dass die euch die Mobs anzeigt. Bei mir buggt gerade ein bisschen was rum, aber normalerweise sind hier auch die Bilder drin von denen. Zeigt auch den Loot an von den einzelnen Mobs und das Wichtigste, einen Timer, welcher als nächstes kommt. Und ihr könnt dann auch hier auf Map Point klicken und dann kopiert das quasi in den Link und setzt das bei euch auf der Map. Ich kann das jetzt hier mal machen und macht dann hier meinen Chat auf. Zack, Point, und dann seht ihr, hier setzt ihr den Punkt drauf. Dann braucht ihr theoretisch in-game gar keine Addons und könnt es nur über diese Seite laufen lassen. Hier nochmal vielen Dank an den Riak. Der hat mir quasi die Seite empfohlen. Ist auch ganz nett. Habe ich nebenbei immer offen. Dann mache ich irgendwie in den 20 Minuten irgendwas anderes. Und dann benutze ich quasi die Seite und weiß, okay, wo muss ich als nächstes hin? Sehe hier auch den Loot und weiß, okay, logge ich jetzt mit dem Plattenschar ein, logge ich jetzt mit dem Lederchar ein, um dementsprechend für meinen Transmog den Loot zu sammeln. Was ich hier natürlich auch empfehlen kann, ist das Addon All the Things. Und da dann mit den Einstellungen, dass ihr quasi Komplettist-Modus und Account-Modus anmacht, wenn, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, so wie ich das jetzt mache, das ganze Transmog von diesen NPCs holen. Hier sind die auch alle mit eingespielt und dann könnt ihr einfach reinschauen, okay, hier und da. Welchen Mob brauche ich hier? Brauche ich einen Stoffchar oder einen Kettenchar, dass ich noch Loot kriege und kann mir das holen? Das Gute ist, in dem Addon wird halt angezeigt, was ihr schon habt, was ihr nicht habt. Auf einer Seite oder so wird einfach alles angezeigt. Und ich denke mal, keiner von euch merkt sich, dass ich habe den von dem Mob das gekriegt, von dem Mob das gekriegt. So, dann noch zwei Sondersachen, die ich vielleicht erwähnen sollte. Den Mob, den wir gerade gekillt haben, Skadi, der ist aus Turm Utgard und der konnte ja damals auch so einen Mount droppen. Kann er hier übrigens auch zu etwa 1%, ein bisschen weniger, glaube ich, kann er hier sein Mount auch droppen. Also wenn ihr ihn hier tötet, dann habt ihr auch die Chance, das Mount zu kriegen. Ihr seht hier, Zügel des blauen Protodrachen, zeigt das Addon noch an, die droppt hier genauso, ja. Und dann haben wir noch ein anderes Item, was vielleicht eher interessant ist, weil ganz ehrlich, hier das Mount zu farmen macht keinen Sinn. Ihr könnt in den Turm Utgard rein, den nach 5 Minuten umhauen und resetten und wieder rein. Also, ja, weiß ich nicht. Oder warte mal, war das nur im HC? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Aber farmt ihn lieber im Burg Utgard, als ihr hier bei dem Rare versucht, das Mount zu kriegen. Und das andere, was wir haben, der Mob hier oben, Bronyam, der kann tatsächlich neben den Gear-Items auch eine Tasche droppen. Und zwar eine Tasche, die 34 Slots ist, also größer als alle anderen im Spiel. Die einzige, die genauso groß ist, ist die Tasche, die man sich für eine halbe Million in Legion Dollar rankaufen kann. Und die versuche ich auf jeden Fall mit dem Main zu kriegen. Auch wenn ich mit anderen Chars dann auch Transmog brauche, gehe ich dann mit dem Main hin. Und ich würde euch auch raten, immer wenn der am Start ist, auch wenn ihr kein Transmog oder nicht die Twinks gehen wollt, schaut da vorbei. Das kann sich tatsächlich lohnen. Eine größere Tasche werdet ihr auch erstmal nicht bekommen können als diese. Dann noch eine kleine Info am Rande. Ich kann euch eins zeigen. Bei diesen ganzen Mobs kann auch hier so ein Item droppen, wo ich dann ein Geist folgt. Und ich habe das mit einem Twink bekommen. Dieses Item gab es ja auch damals schon im Wattle Pre-Patch.
Patch, beziehungsweise ich glaube ursprünglich als Naxxramas rauskam. Das ist dieses irgendwas Andenken auf Deutsch. Und ja, ist ganz nett. Manche Leute wollen das. Das wird es wahrscheinlich auch wieder nur hier in dem Pre-Patch geben. Und das Wichtige für uns ist auf jeden Fall, dass das Item ja 20.000 plus Gold wert ist. Man kann es verkaufen. Also wenn ihr das bekommt, haut es nicht weg, schmeißt es nicht weg. Es ist einfach nur ein weißes Item, sondern hebt es auf. Dann habt ihr einen netten Geist ab und an, der euch folgt, oder verkauft es im AHA. So werde ich machen. Ich habe jetzt X Rares gekillt, bis jetzt eins gekriegt. Also die Drop-Chance ist nicht sonderlich hoch. Genau, und was dann vielleicht noch interessant für den einen oder anderen ist, der ramponierte Schwertgriff kann von allen Mobs hier in der Zone droppen. Da hat Blizzard irgendwas umgestellt. Es wird aber vermutet, dass es jetzt nur während des Events ist und nicht in der normalen Zone, die quasi nicht hochgescaled ist. Also, wenn ihr den Schwertgriff farmen wollt, das ist eine Möglichkeit. Der ist auch 20.000-25.000 im Auktionshaus wert. Startet eine kleine Quest und am Ende bekommt man, ich glaube, ein Achievement und sogar ein bisschen nettes Transmog. Also, das könnt ihr hier auch farmen. So, wenn ihr jetzt sagt, okay, 20 Minuten muss ich pro Rare warten, was mache ich dazwischen während diesen 20 Minuten? Ihr könnt Mobs farmen, um die kleinen grünen Steine zu kriegen, um dann wiederum quasi 25 abzugeben gegen eine Marke hier im Laden. Würde ich euch zwar nicht empfehlen, aber wenn ihr sonst nichts anderes zu tun habt, könnt ihr das gerne machen. Und da gibt es verschiedene Spots, wo man farmen kann. Zwei habe ich gesehen, die sind relativ gut hier oben beim Gewölbe. Da sind relativ viele Mobs. Die stärkeren Mobs droppen öfter diese Steine. Und der beste ist eigentlich hier unten, hier in dem Bereich. Da ist ein Dauerspawn von Mobs, weil da auch bestimmte Daily-Quests sind. Mit einer Gruppe aus 5 Leuten kann man die ganz gut farmen. Wie gesagt, empfehlen würde ich es euch nicht. Ihr könnt mit den Steinen nämlich nur das Gearzeug kaufen. Wenn ihr ein bisschen wartet, kriegt ihr die sowieso über die Rares oder über die Dailies zusammen. Das Hard zu farmen würde ich nicht empfehlen. Das Einzige, was man noch machen könnte, das Pet dadurch kaufen. Das kann man auch im Auktionshaus verkaufen, ist aber jetzt schon fast nichts wert und ich vermute auch nicht, dass man damit das große Gold erwirtschaften kann. Genau. Damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen. Es wird übrigens noch eine zweite Phase vom Event geben nächste Woche. Da gibt es dann wieder ein paar Quests mehr. Es soll anscheinend auch noch mal mehr Dailies geben. Müssen wir dann mal abwarten, wenn das rauskommt. Aber ja, für den aktuellen Stand soll es das gewesen sein. Und ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.